Vorlage zu nehmen für den Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt 6 zum städtebaulichen Vertrag. Ich bitte in Paragraph 11 Absatz 3 städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan Rosselbrunn folgenden Satz zu ergänzen. Die Bruttokaltmieten der Förderwohnungen dürfen im gesamten Mietpreis und Belegungsbindungszeitraum die jeweiligen personenabhängigen Angemessenheitsgrenze für die Transferleistungsempfänger nicht übersteigen. Ebenso soll ergänzt werden, dass die Überprüfung des Nachweises unter eben dieser Maßgabe erfolgen soll. Der Wohnungsmarkt ist insbesondere im Transferleistungsbereich äußerst angespannt. 1990 gab es noch 23.000 Wohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindung nach dem ersten Förderweg. 2020 waren es nur noch etwa 4.500. Heute sind es bloß ca. 1.600 Wohnungen in der festen Bindung. Alle anderen der rund 4.000 Wohnungen fallen bei Abzahlung der Kredite aus dieser heraus. Genau dieser Umstand sollte die eklatante Lage, insbesondere der Menschen im Transferleistungsbezug, als verletzbarste Gruppe im Wohnungsmarkt verdeutlichen. In Tabelle 2 werden die gewichteten Netto-Kaltmieten aus dem schlüssigen Konzept mit der veranschlagten Kaltmiete für die Förderwohnung in Rosselbrunn verglichen. In Ihrer Tischvorlage sehen Sie, dass die Kaltmieten, ich habe das farblich etwas hinterlegt, um 33, 50 und 70 Euro überstiegen werden und nur einzig die Ein-Personen-Wohnung innerhalb der Grenze bleiben. Dies ist jedoch nur auf die verkleinerten Wohnungsgrößen zurückzuführen, denn 6,71 Euro, wie sie als gewichtete Netto-Kaltmiete von Analyse und Konzept festgelegt wurden, ist immer noch weniger als 7,10 Euro. Abgesehen davon sind 35 Quadratmeter für eine dauerhafte Wohnung doch ziemlich sportlich klein. Bitte beachten Sie, dass in dem noch heute gültigen Konzept die kürzlichen Anstiege der Betriebs- und Verbrauchskosten nicht enthalten sind. Von der gesetzlichen Möglichkeit, Mieten innerhalb von 3 Jahren um 20% zu erhöhen, wird seit langem umfänglich und fleißig Gebrauch gemacht. Die Anpassungen der letzten 6 Jahre haben mit diesen aber nicht einmal ansatzweise mithalten können. Inklusive der ausgelaufenen Mietpreisbremse sind für den Ihnen vorliegenden Vergleichszeitraum 35% möglich, ohne Wert bis 40%. Und eigentlich sind die Erhöhungen aller Zinseszins nach diesem Schema sogar noch höher. Die Erhöhungen für Hilfebedürftige lagen insgesamt, nicht je Abschnitt, sondern insgesamt seit 2017 bis heute total bei im besten Fall 14% für eine Person, für 2- und 4-Personen Bedarfsgemeinschaften bei etwa 7% und ab 5 Personen noch nicht einmal bei 1,5%. Somit sind all diejenigen ungeschützt der Willkür der Vermieter ausgesetzt. Eine ausreichende Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen ist, wie erläutert, aus der bisherigen Entwicklung nicht ersichtlich. Laut Stand Juli 2022 zahlt von den rund 11.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II mehr als jede fünfte knapp 100 Euro der Unterkunftskosten aus eigener Tasche. Die Anzahl der Betroffenen aus den anderen Rechtskreisen ist hier nicht einmal erfasst. Nur wenn auch Menschen im Transferleistungsbezug, nur wenn der Wohnraum im Prinzip auch für die Leute im Transferleistungsbezug zugänglich ist, ist er auch tatsächlich bezahlbar. Und aus diesem Grund bitte ich Sie, unserem Änderungsantrag zuzustimmen, um der so immer wiederkehrenden drohenden Unterdeckung vorbeugend entgegenzuwirken. Dankeschön.